Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Linken haben sich wieder einmal in ihre Rüppelkammer begeben, um den Landtag mit einem Vorhaben zu beehren, das dieses Land nicht braucht. Die Linken üben sich wieder einmal im Geschlechterkampf. Denn mit der Novellierung des Gesetzes zur Gleichstellung von Frau und Mann wollen die Linken einen wesentlichen Beitrag zur Gleichstellung von Frau und Mann leisten. Ich erspare es Ihnen, an dieser Stelle aus dem Gesetzentwurf zu zitieren. Es sind die immer gleichen inhaltsleeren Füllsätze von den immer gleichbleibend weltfremden Dogmatikern. Seit mehr als 20 Jahren predigen die Linken die Gleichstellung von Frau und Mann und nehmen sich, wie eigentlich immer bei den Kommunisten und Bolschewisten üblich, von den Forderungen selbst aus. Waren sowohl in der Sowjetunion und in der DDR die Kader und Führer der kommunistischen Parteien die reinsten Materialisten, so sind in puncto Gleichstellung die heutigen Postkommunisten die größten Heuchler. Die wesentlichen Funktionen bei den Linken hier in Mecklenburg-Vorpommern werden nämlich von Männern ausgeübt. Es ist die alte Leier. Die Linken versuchen mit dem üblen Spiel Gegensätze herbeizureden und die Ursachen von Ungerechtigkeiten nicht klar und deutlich beim Namen zu nennen, zu punkten. Warum erwähnen Sie beispielsweise nicht, dass die schlechten Verdienstmöglichkeiten von vielen Frauen, beispielsweise im Einzelhandel, die logische Folge der kapitalistischen Wirtschaftsordnung ist, die wiederum von den Linken, ehemals PDS, zum Beispiel durch die Befürwortung der Politik der Europäischen Union zumindest geduldet, wenn nicht gar unterstützt wird. Hier sind sehr viele Frauen betroffen und die Linken schweigen dazu. Stattdessen wollen die Linken nun zum Beispiel das Landes- und Kommunalwahlgesetz dahingehend ändern, dass die Wahlvorschlagsträger verpflichtet werden sollen, künftig je zur Hälfte Männer und Frauen auf ihren Listen zur Wahl vorzuschlagen. Geht es den Linken, sollen künftig auch Sportvereine, dies einer Aussage von Herrn Ritter in der Schweriner Volkszeitung zufolge, ihre Entscheidungsgremien nach Quoten aufstellen. Diese Quotendenkweise hat in keiner Weise etwas mit Gerechtigkeit zu tun, sondern sie ist einfach nur noch krank. Denn die tatsächlichen Ungerechtigkeiten werden durch diesen Irrsinn nicht behoben. Es gibt nur einen Lebensbereich, in der die Quote Pflicht sein muss, und dies ist die Ehe. Die Linke ist nicht willens, man könnte auch sagen, sie ist zu feige, die wahren gesellschaftlichen Probleme klar und deutlich bei Namen zu nennen. Anzuführen ist beispielsweise das familienfeindliche Klima in dieser Republik, die Ausplünderung der Sozialkassen für allerlei versicherungsfremde Leistungen sowie die Steuergeldverschwendungen im Namen der sogenannten Euro-Stabilitätsmaßnahmen. Man könnte und man müsste noch viele andere Sachverhalte benennen. Wir belassen es bei einer klaren, deutlichen Antwort. Wir lehnen dieses Gesetz ab.